Da sind wir wieder und ja, ich stehe wieder hier direkt vor dem Grauen quasi. Mir egal, alles egal, wieder Rainer zu Freya. Ich weiß immer noch nicht, ob es besser ist, jetzt hier vielleicht mal in Erwägung zu ziehen. Hallo, ich möchte bitte meinen... Dankeschön. Ob es jetzt hier besser ist, Zweihand reinzugehen, ob ich vielleicht wirklich mal mit Goldharz arbeiten sollte oder, ja, keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall jetzt mittlerweile den Ring der Klingen ausgerüstet und bilde mir ein, der macht dann, der hilft mir ein bisschen, weil das ein Ring ist, der meine Angriffskraft ein bisschen verstärken soll. Aua. Weg, 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 weg. Wo bin ich? Wo bin ich? Was muss ich machen? Wenn sie jetzt ihren Strahlscheiß macht, kein Problem. Nein! Fuck. So viel dazu. Und nochmal der ganze Spaß. Bis gleich. Ein weiteres Mal sind wir hier und am ätzendsten ist echt der Weg hierhin, muss ich ja sagen. Das ist immer so ellenlang und so viele Viecher hier immer, die da auf einen warten, die ich lieber mal erst beseitigt wissen möchte, bevor ich hier den Bosskampf beginne. Ja. Da vorne so sterben ist eigentlich ganz geil, finde ich. Also das können wir öfter machen. Nee, nee. Wow, nein. Mir juckt die Nase. Das ist gerade ein denkbar ungünstiger Moment. Jetzt machst du gleich wieder deinen Megastrahl. Eins macht immer das, eins macht das. Ist aber echt dann so ein Arschgesicht, so, ne? Das ist ja nicht mal beleidigend gemeint, weil, ich meine, wenn es vorne und hinten quasi gleich ist. Aber die Musik ist ellengeil, also. Ich traue mich auch immer nicht, irgendwie einen Angriff zu starten. Diese kleinen Kackviecher mich halt auch mal so ein bisschen nerven. Ich laufe halt immer nur weg. Ich weiß, das ist definitiv nicht die beste Taktik, die man hier haben sollte wahrscheinlich. Ich mache es trotzdem so. Also lassen mich die kleinen Biester wenigstens halbwegs in Ruhe. Halbwegs wohl bemerkt. Nein! Oh oh, so viel zu dem Thema, ne? War wieder mal bescheiden hoch 100, ey. Aber irgendwie rennen die auch so ein bisschen unkontrolliert durch die Gegend, so wie ich. Hallo? Krabbelt halt hier rum, es ist mir völlig egal. Wow! Gott sei Dank. Ah, weg. Jetzt macht sie gleich wieder ihren Strahl, denke ich mal. Oh, oh. Oh, fuck. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Boah. Kann ich mal aufhören, mir auf den Sack zu gehen. Ey, du hast mir in den Hacken gepiekt, ey. Okay. Ich befürchte, ich halte es nicht mehr lange durch. Ja, aber ich konnte wenigstens einmal kurz heilen. Das ist ja schon mal was. Besser als nichts. Lass mich in Ruhe.
Ah, scheiße, scheiße, scheiße! Das schaffe ich wieder nicht. Also mich würde es jedenfalls hart wundern, wenn ich das jetzt schaffen würde. Wow. Nein. Aber wenn ich sterbe, dann schön hier vorne, bitte. Ja. Perfekt. Da kriege ich meine Seelen wenigstens wieder. Es sei denn, ich sterbe auf dem Weg dahin wieder. Was auch gar nicht mal so unwahrscheinlich wäre. Und wieder einmal befinden wir uns hier direkt in der Nähe der Nebelwand. Ja, ich habe jetzt beschlossen, ich werde jetzt mal das Schwert erstmal ausgerüstet lassen. In der Hoffnung, dass ich damit vielleicht schneller diese kleinen Scheißspinnen um mich rum dann töten kann, dass ich mich eher dann der Liebsten selbst widmen kann. Wobei ich mir ja fast schon denken kann, dass das auch nicht so die mega super hyper geile Idee ist, aber... Lass mich erstmal wegrennen, lass mich erstmal wegrennen. So. Wenn sie in Turbo Mega Auerstrahl macht. So. Ja. Hat ja super geklappt. Ach scheiße, Mensch. Das hat ja nicht mal 30 Sekunden gedauert. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Naja, doch. Schon in der Theorie, aber in der Praxis. Naja, bis gleich. Wir befinden uns ja hier wieder und ich habe gerade, ich weiß nicht, ob ihr das noch gesehen habt, ich habe gerade von einer Spinne Rickards Degen gedroppt bekommen. Ich meine, Rickards Degen kennt man eventuell, also für diejenigen unter euch, die den ersten Teil auch gespielt haben, kennt man schon. Pariert euch, zerbrochen. Da, Rickards Degen. Ein herrlich verzierter Degen. Er soll einem Prinzen gehört haben, der in einem alten Märchen vorkommt. Es gibt zahllose Versionen der Geschichte des umherziehenden Prinzen, der schließlich zum Untoten wurde. Die meisten von ihnen gehen tragisch aus, aber es gibt auch Ausnahmen. Ja, wie gesagt, das wollte ich euch jetzt nicht vorenthalten, als mir das gedroppt wurde. Ich dachte gerade irgendwie, ich gucke eine Runde schief. Hätte auch sein können. Und ich muss mal irgendwie wieder neue Pfeile kaufen. Ja, ich säuber das Ganze hier jetzt noch fix zu Ende. Die eine Spinne da, die will ich noch weg haben, obwohl... Ach, eigentlich ist das egal, aber die hier ist ganz wichtig. Bevor ich wieder in den Kampf ziehe gegen die Spinnenarmee. So, dann machen wir das nämlich so. Und, ja, ab geht's. Ab dafür. Ab dafür. Rein da schnell, bevor eine von hinten angesprungen kommt. Man weiß ja nie. Super, ich bin ja an einer ausgesprochen bescheidenen Stelle verreckt. Obwohl, geht, geht, geht. Hab. Hab alles. Alles gut. Lasst mich mal in Ruhe. Die sind so flink, die kleinen Scheißviecher. Alter. Hack mir doch nicht immer in die Wade, hör mal. Geht gar nicht, echt. Schnell. Sehr gut. Ich laufe auch mal jetzt lieber mit zwei Hand durch die Gegend. Weil wenn ich denn doch mal die Chance zum Angreifen bekommen sollte, wenn diese kleinen Pissviecher mich hier mal in Ruhe lassen würden, ja, geil. So viel dazu. Zu viel Zeit gelassen! Wow! Ich bin jede Sekunde wieder tot. Aber hier vorne kann ich sterben, kein Problem. Aber ich hab's noch geschafft, mich rechtzeitig zu heilen, Gott sei Dank. Ja, ich müsste dringend eigentlich diese kleinen Viecher ausschalten, aber... Es geht irgendwie nicht. Nein! Das wäre fast wieder schief gegangen. Ey, diese kleinen Pissies hier, ne? Die machen mir den ganzen Kack. Ich glaube, sonst ist dieser Boss gar nicht mal schwer. Ich glaube, der ist ganz gut machbar. So eine gepanzerte Riesenspinne. Die bewegt sich im Takt, oder? Nein! Ja. Alter, wie die mir auch immer hinterherrennen, diese Viecher, ne?
ist echt eklig ein bisschen. Das ist so lustig. Als wäre ich deren Mama. Voll süß. Oder Papa in Heriberts Fall. Du. Stampf mal deine eigenen Spinnies kaputt, bitte. Das fände ich doch richtig geil. Ich weiß, der Kampf ist übermäßig spannend so, ne? Wenn ich immer wegrenne. Aber was soll ich machen, ne, Kinder? Lass mich in Ruhe. Oh, ich trau mich immer nicht. Ich bin immer zu langsam. Verdammt mich. Whoop. Also in der Theorie ist der Boss bestimmt voll einfach. Ich bin nur zu doof. Vor allem, das Doofe ist, ich muss wirklich ihren Kopf attackieren. Weil ansonsten nimmt die nirgendwo Schaden. Die Beine sind gepanzert wie Sau. Da komme ich nicht durch. Also wenn sie jetzt wieder ihren Dings macht, ist ja alles schön und gut, aber bringt mir alles nichts. Nein. Aber die Musik macht echt Spaß dazu. Wieder aufpassen, dass ich nicht in den Abgrund runterrausche, so wie das eine Mal. Nein, ich kann die nur von... Ja, ich bin tot, oder? Nee, noch nicht ganz, aber gleich bestimmt. Wenn das so weitergeht. Ja, die Spinnis sind mir schon wieder auf den Fersen, direkt. Schnell, aber hier kann ich sterben, kein Problem. Aber brauche ich nicht. Die spucken auch immer so einen Scheiß, die Viecher. Ja. Oh, die kommen immer von überall, die Viecher, ey. Grausig. Ich habe die große, dicke Spinne bis jetzt noch nicht einmal getroffen in diesem Kampf. Und mir juckt die Nase. Ein denkbar unbeschissener Zeitpunkt, ja. Ein denkbar beschissener und ungünstiger Zeitpunkt, so rum. Renn. Eine Kleine ist tot. Ja, man muss sich auch mal mit den kleinen Dingen des Lebens freuen, nicht wahr? Nein, renn. So war das nicht geplant. Ich wollte eigentlich jetzt eine Kleine anvisieren, aber leider war die hinter mir oder so. Scheiße. Weg. Ganz fix. Weg. Gott sei Dank. Wuppa, wuppa, wupp. Schnell Ausdauer ein bisschen regenerieren lassen. Die macht jetzt immer ihren Laser, ne? Kann an sich gar nicht mal so verkehrt sein. Das kann durchaus mein Vorteil sein. Ich habe bloß Angst, dass immer wieder neue Spinnen kommen. Wenn es mir dann doch mal gelingen sollte, so eine kleine Kackspinne aus dem Weg zu räumen. Aber wenn ich hier wieder sterbe, ist das auch nicht so schlimm jetzt. Schnell weg, 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 weg! Oh, oh. Oh, oh, da war schon wieder so eine kleine Kackspinne, die hätte ich jetzt fast übersehen. Wie viele sind denn davon jetzt noch? Eine? Nee, sind bestimmt noch mehr, oder? Zwei? Na, da kommen immer wieder neue, glaube ich. Keine Chance. Lass mich mal alle einfach mal eine Runde in Ruhe. 3, 4, keine Ahnung. Zu viele für mich auf jeden Fall. Jetzt bin ich wieder direkt an ihrer Fresse.
Nicht gut, wenn sie jetzt wieder so ein Ding ins macht. Scheiße, weg! Oh, ich überschätze immer meine Reichweite. Na. Ist echt immer gefährlich, wenn die dann anfangen zu springen, die Viecher. Da kommen immer wieder neue. Ich kann machen, was ich will. Fuck, Alter. Wie soll man die denn schaffen? Da kommen ja immer wieder neue von diesen Pissies, ey. Geht ja gar nicht. So. Einmal mal versuche ich es heute noch und dann mache ich es irgendwann anders weiter. Ich habe langsam aber sicher keine Idee mehr. Na gut, bis gleich. So, da bin ich hier wieder an dieser Stelle. Und ja, wir werden jetzt wieder in den Kampf gehen. Ja, ich habe immer noch keine ultimative Idee, aber naja. Irgendwann, ne? Irgendwann wird das alles schon seinen Gang gehen, denke ich mir. Lass mich in Ruhe. Sehr schön. Oh oh. Jetzt laufen wir mal andersrum. Oh oh. Na! Oh. Ja, ich habe echt keine Ahnung, wie man die am besten macht. Also ich glaube aber, dieser Moment hier ist eigentlich der perfekte, um Schaden zu machen. Die regeneriert sich aber nicht zufällig, ne? Nee, gut. Stampf ruhig, kein Problem. Müsste ich eigentlich ein bisschen weiter mal weg irgendwie versuchen. So, und jetzt zieh, 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 zieh. Scheiße, jetzt kommt schon wieder so eine kleine Kackspinne hier vorbei. Weg! So. Die stören mich nämlich grundsätzlich irgendwie bei diesen Angriffen, die ich gerne starten möchte. So. Ja, nee, also irgendwie ist das man alles gar nichts hier. Oh oh. So, perfekt. Eigentlich der optimale Zeitpunkt, aber ich war schon wieder einen Zacken zu spät, zu spät. Aber hat geklappt, es hat geklappt, es hat geklappt. Ich bin überrascht und erfreut zugleich. Nee, da bin ich zu spät, glaube ich. Ja. Alter, wie dicht stehst du denn hier mal? Krass. Komm mal hier hinten rüber, Mensch. Könnt ihr mich mal alle in Ruhe lassen? Vielen Dank. So, jetzt laufen wir nicht mal so rum. Ah, das ging ja knapp daneben. Wow, wow. Ihr mega epischer Scheißleser. Macht sie jetzt schon wieder eigentlich wieder ideal, aber... Scheiße, Mensch. Was stehst du auch so dicht an der Wand? Ist doch kacke, hör mal. Nicht einfach mal in den Abgrund springen wieder. Das war so lustig. Wow, scheiße, scheiße. Hallo, er hat gerade wieder mal... Wow, scheiße. Nicht reagiert. Könntest du bitte hier vorne sterben, Heribert? Ja, danke schön. Gut, ja, wie gesagt, wir probieren es einen anderen Tag nochmal, heute nicht mehr, aber ihr seht das ja sowieso immer nur, wenn ich da vorne irgendwo stehe und dann ab geht's. Irgendwann, Leute, irgendwann, da werden wir auch Freya, die Liebste des Herzogs, besiegt haben. Und bis dahin, tschüss! Und da sind wir schon wieder zurück hier, direkt bei der Nebelwand, die uns von Freya, der Liebsten des Herzogs, trennt. Und ja, ich würde mal sagen, wir verlieren keine Zeit und direkt wieder rein da in die gute Stube. Nö.
Lauf. Lauf. Eigentlich müsste ich, glaube ich, erstmal die kleinen Spinnen alle ausschalten, aber das gestaltet sich leider nicht so einfach, wie es mir in der Theorie gerne vorstelle. Wow! Mach doch mal deine kleinen Kackviecher hier kaputt. Bin mir unschlüssig, wie man am besten gegen sie vorgeht. Das Problem ist halt, dass die kleinen Kackspinnen nerven, ne? Und die bereiten mir auch echt Probleme, diese kleinen Pissies. Eine ist tot. Wow. Aber ich befürchte, die kommen immer neu. Also zumindest so wie ich das jetzt gesehen hatte, da war nicht viel mit, ja, die bleiben weg und so. Na? Aber mit ihrem Kackstrahl, da macht sie ja auch die anderen Kleinen nicht kaputt. Schade eigentlich. Also in der Theorie ist dieser Boss total einfach. Nein, ich komme nicht weg. Scheiße. Oh oh. Ja, ihr wisst ja, was das heißt, ne? Wir sehen uns hier dann wieder vor der Nebelwand, wie immer. Und wieder sind wir hier. Ich bin immer noch ratlos, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, wie zur Hölle ich das schaffen soll. Mit diesem Boss. Lass mich in Ruhe. Ich will erstmal meine... Genau. Jetzt ist mir der Rest erstmal egal. Ich wollte nur mein Zeug erstmal wieder haben. So, eine Spinne haben wir fertig. Hei, hei, hei. Welch Erfolgserlebnis. Scheiße, weg. Ich weiß halt auch nicht, ob ich bei ihr lieber dicht rangehen soll oder dann doch lieber ein Stückchen weiter weg. Das ist halt immer so mein kleines... Ich weiß auch nicht. Okay, ist schon tot. Ja. Oh oh. Das war knapp. Ja, macht nix. Spuck ruhig. Aber die Musik ist halt richtig episch, ne? Also das... So. Nächste kleine Spinne ist weg. Ich befürchte halt echt, die macht neue. Ich weiß es aber jetzt halt nicht. Sieht jetzt ja schon wieder so aus, als ob jetzt hier neue dazwischen gekommen... Also dazugekommen wären. Oder täuscht es? Kann ja auch sein. Aber immer im Kreis um die rumlaufen bringt halt irgendwie auch nichts, ne? Die ist halt extrem gepanzert, diese Scheißspinne. Scheiße. Bisschen hier hin, ja. Ja. Überhaupt keine Ahnung, also. Okay. Muss ich mich vielleicht einfach nur mal trauen, wirklich mal raufzuhalten bei ihr? Kann ja auch sein. Dreh dich halt bitte nicht so schnell. Scheiße. Das war knapp.
Huh. Nein! Nein, bringt halt auch nichts. Weg! Zusehen, so einmal bitte. Ich habe sie einmal getroffen jetzt. Welch mega Leistung, oder? Kommt. Da kann ich jetzt schon mega stolz sein. Dass ich es geschafft habe, die Spinne hier einmal zu treffen. Au. Nee, doch nicht au. Hat nicht wehgetan. Hab mich mehr erschrocken als alles andere. Wenn so ihren Maul aufmacht, ist das halt nicht ganz so geil irgendwie. Hallo? Gehst du mal bitte? Dankeschön. Ja, hey, Ribert ist manchmal ein bisschen langsam da. Muss man halt erstmal gucken, was da jetzt abgeht. Bitte mal ein Stückchen weg. Was macht sie da? Irgendwas Ekliges, was sie da spuckt oder so? Keine Ahnung. Nein, Spinne, du machst jetzt nix. Ja. Vielleicht muss ich das so machen. Bisschen langsamer alles. Also ich mach's ja eh schon langsam, aber... Das ist vielleicht einfach so beibehalten, kann ja sein. Okay, nein! Nein, 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 nein. Gar nicht gut. So... Ja, weiß auch nicht, also, keine Ahnung, ob das jetzt so richtig ist oder nicht, also... Mir fällt aber ehrlich gesagt nichts Besseres ein, so. Lass mich mal in Ruhe. Weg da, weg da! Ja, mir war schon klar, dass hier irgendwas machen wird, wenn man da vorne so genau hockt. Sie bewegt sich immer mit, das ist voll lustig. Scheiße, da stand ihr Bein im Weg. Geht ja mal gar nicht. Dein Panzerbein, Schnuggi-Puggi. Sind schneller als gewöhnlich. Jawohl. Boah. Ich bin immer zu zögerlich, aber ich bilde dir mal ein, das hilft. Weiß man noch nicht so recht wobei, aber es hilft bestimmt. Aua! Scheiße. Weg. Weg, jetzt sterbe ich garantiert eh gleich. Nee, doch nicht. Alles cool. So. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Die rennen mir alle hinterher. Man sieht das immer voll, wie die einen dann so verfolgen, die Viecher. Wow. Ja, so die perfekte Taktik habe ich noch nicht gefunden bis jetzt. Wäre die bestimmt nicht drauf gekommen, deswegen dachte ich mir, hey, erzählen wir das nochmal. Meine Hände sind ein bisschen schwitzig, aber ja Gott, passiert, ne? Schade, dass man sie nicht noch woanders verbunden kann. Dass man wirklich darauf beschränkt ist, ihre Köpfe anzugreifen.
So. Lass mich mal in Ruhe. Scheiße, nicht getroffen. Nein! Oh Gott, Gott sei Dank. Ich dachte schon, jetzt hat sie mich. Wow, ich habe keine Ahnung. Mann, ist das ein hyperspannender Kampf. Also ich finde den nicht schwer, aber ich finde den halt auch irgendwie ein bisschen merkwürdig oder sowas. Einfach mal bitte weg. Ich habe sie nicht ganz zur Hälfte down. Weg da! Schönes Ding. Das war gut. Wir müssen ruhig bleiben. Und immer in Bewegung. Ich glaube, dann könnten wir das schaffen. So. Eventuell. Au, fuck. Da war das wohl nichts mit dem Schaffen. Aber ich behaupte mal, es kommen wirklich immer neue kleine Spinnen dazu. Oder täuscht es? Weiß es nicht so richtig. Aber solange sie da so ein bisschen in der Mitte des Raumes unterwegs ist, geht es noch. Okay, die hatten wir eh schon so ein bisschen angepiekst, diese kleine Scheißspinne da. Nicht getroffen, hervorragend. Nein, Fokus raus, danke. Na, es sind schon wieder neue da, glaube ich. Nein, weg, 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 nein, nein! Weg, verrückte Scheiße nochmal, weg! Renn nochmal! Rennen! Rennen, verstehst du? Rennen! Nicht hier irgendwo mal in der Ecke stehen und sich die Eier ein bisschen schaukeln, so. Du bist hier, weil du einen Bosskampf bestreiten willst und ihn eigentlich auch gewinnen wolltest, Heribert. Aber wir haben, glaube ich, schon wieder keinerlei Chance mehr. Ich kann auch gerade meinen Slot unten nicht wechseln wegen eventuell Lebensstein. Scheiße. Ich habe den falschen Taste gewählt. Ich wollte eigentlich die unteren Slot wechseln. Aber ich drücke immer zu auf den falschen. Oh oh. Mal Lebensstein. So, jetzt. Wieso stehst du schon wieder hinten so beschissen hier an der Wand, ey? Geht ja gar nicht. Oh, ein bisschen so hier. Ja, genau. Geht nicht klar hier, echt, ey. Aua, fuck. Weg, 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 weg. Schnell, bevor mich eine Spinne anspringt. Nein. Nein. Oh, diese kleinen Kackviecher, ey. Ist ja ätzend, echt. Weg da. Wow. Nein. Geh mir nicht auf den Sack. Wow. Ja, so ein Stückchen darüber ist in Ordnung. Scheiße. Weg da, weg da. Wow.
Die hat so extrem viel Energie einfach. Nein. Wow, knapp. Das war richtig arg knapp gerade. Scheiße. Verfickte Scheiße. Nein! Nein, ich bin tot. Nein! Fuck. Das lief insgesamt aber schon mal besser, aber perfekt ist anders. Naja, wir sehen uns gleich wieder vor der Nebelwand. Wieder sind wir zurück hier. Vor der Nebelwand, die uns von Freya trennt. Ja, mal gucken, ne? Super, ich habe mir echt einen perfekten Ort zum Sterben ausgesucht, wa? Aber hey, das kriegen wir hin. Meins. Jawohl. Oh. Die musste dran glauben. Mach mal deinen Strahl. Bitte. Jetzt gerade nicht unbedingt. Aua. Mistvieh. Nein, 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 nein. Na super, das lief ja wie eingeschlafene Füße gerade. Mega, echt, ey. So. Ah! Na, das lief ja mal wieder gar nicht. Nein! Lass mich hier vorne sterben, ja? Wenigstens hier so. In der Nähe. Ich komme jetzt gerade auch nicht dazu, mir irgendwie mal so einen Lebensstein zu nehmen. Jetzt? Ja. Noch einen bitte. Ja, die heilen auch nicht so mega viel, ne? Woo! Das ist echt irgendwie alles voll zum Spinnenbeine ziehen oder so. Naja. So. Es kommt mir von der Seite welche runter, ne? Kann das irgendwie sein? Nee, war schon wieder zu spät. Das ist ja schon wieder halb fertig. Da macht es dann auch keinen Sinn mehr. Whoop. Steht schon wieder so dicht hier an der Tür vorne. Das ist nicht geil. Gott sei Dank nicht getroffen. Whoop. Könntest mal sterben, finde ich gut. Ja. Boah, Alter, wie viele Seelen ich hab, ne? Krass. Echt krass. Bist du dumm? Scheiße. Nein! Nein! Scheiße. Komm, lass mich hier sterben, bitte. Ja. Danke. Alles gut. Bis gleich. Auf zum nächsten Versuch gegen Freya. Die Liebste des Herzogs. So.
Ja. Was für dein Hyper-Mega... Wow. Ich dachte, jetzt kommt der Strahl hier rum, aber... war doch nicht so. Umso besser, sag ich mal, ne? Aber... mit zwei Hand jetzt, da mache ich halt dementsprechend hoffentlich auch mehr Schaden. Wow. 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 Von ihren Beinen abprallen ist aber auch nicht so gold, ne? Also das ist schon auch ein bisschen schlicht. Ha. Wir haben mittlerweile übrigens mal wieder den Punkt erreicht, an dem schon der ein oder andere Gegner nicht mehr am Respawnen ist. Nicht alle, aber doch durchaus der ein oder andere. Wow, da habe ich sie gut getroffen. Gut. Ah ja, alles gut. Holle Schnuggi. Warum lebst du noch? Nein! Scheiß Fokus, ey. Zum Kotzen. Warum habe ich zwei Hand gerade nicht one-hitted? Stehe ich nicht. Geht hier mal gar nicht, oder was? Wow. So irgendwie ein Knall oder so? Musst du gerade da jetzt deinen ollen Scheißstrahl hinmachen? Weg, 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 weg. Sag mal, ey. Geht doch gar nicht klar. Mann, ey, das nervt mich so. Auf geht's zum nächsten Versuch gegen Freya und ihre ollen kleinen Kackviecher. Lass mich in Ruhe. Könnten wir wissen schon mal so machen, genau, und erstmal richtig. So. Ja. So weit, so schick. Ja, ich nehme jetzt wieder alles Zweihand. Na, wie gesagt, eigentlich finde ich das nicht schwer, aber irgendwie... irgendwie bin ich... wow! Doch ein bisschen zu dumm für dieses Vieh. Ich glaube aber wirklich, dass, wow. Die große Spinne alleine wäre, glaube ich, nicht so das Mega-Problem. Sie macht auch heftige Attacken und alles, aber am schlimmsten ist eben wirklich, dass es so viele kleine Viecher sind. Ja, ich weiß, man kann die auch zerstören, aber es kommen immer mal wieder welche danach, ne? Und das ist das Problem. Also für mich ist es ein Problem, sagen wir es mal so. Für andere ist das wahrscheinlich total... ja, nix. Bin halt einfach nur schlecht in dem Spiel. Stehe ich auch zu. Gar kein Problem mit. So. Ja, da hätte ich sie gerade wieder angreifen können, glaube ich, aber... ich traue mich immer nicht, wenn ich schon so ein bisschen spät dran bin. Es ist immer so, weil die auch so eine komischen Attacken manchmal hat, da spuckt die dich dann an oder irgendwas. Wenn sie denn sowas macht, ist das ja auch scheiße.
Aua. Nimm einen Lebensstein. Ja. Schick, schick. Ich habe einen Treffer bis jetzt gelandet. Ich meine, ich mache ja gut Schaden, ohne Frage, aber... Ups. Weg da. Schon wieder zu langsam, glaube ich. Ja. Ja, diese kleinen Spinnen, also das... Wow. Hör auf mit dem Fokus. Das ist immer gar nicht so einfach. Ich weiß immer nicht so recht, was ich anvisieren soll. Ich visiere hier im Moment lieber gar nichts an. Wenn ich hier vorne sterbe, ist das immer nicht so das Problem. Ich habe ja dann noch meine Seelen, alles cool. Gerade dreht sie sich irgendwie ganz schön viel. Spinnst wohl. Nein, nein. Ja, die kommen immer darunter gekrabbelt überall, wie mir scheint. Ich sehe jedenfalls öfter mal da Spinnen runterkrabbeln. Ist natürlich ein bisschen ungünstig, ne? Au. So. Oh, oh, weg. Schnell. Man weiß ja nie, ne? Auf was für komische Ideen diese Viechis hier kommen. Wow, weg, weg, schnell. Nein. Was? Was hat mich denn da jetzt gerade getroffen? Oh, fuck, Alter. Da bin ich wieder zurück und ich habe mir mal ein Menschenbild zugeführt, damit ich mal wieder volle TP habe. Aber, ja, ich werde mir keinen beschwören. Mache ich nicht. Weil, weiß ich nicht, finde ich nicht so prickelnd. Andere sollen das machen, wie sie wollen, aber na super. Jetzt kriege ich meine Seelen nicht, weil Freya genau da vorne hockt. Super, echt, ey. Finde ich ja wirklich toll. Echt. Ganz hervorragend finde ich das. Ja, egal. Jetzt habe ich aber wenigstens meine Seelen. Autsch. Alter. Geht's? Dankeschön. Ja, ich werde hier sowieso wieder sterben. Aber, naja. Geht ja erstmal nur ums Prinzip, dass man wenigstens mal die Seelen wieder einmal... bisschen in der Tasche hat, ne? Ich meine, es sind 50.000 Seelen. Wäre schon ganz geil, ne? Wenn man die behalten könnte. Das ein oder andere Kackvieh hier. Gehen wir nicht auf den Sack. Weg da. Ihr spinnt wohl alle. Ha! Ihr spinnt wohl. Hoho. Mensch, welch Wortwitz. Oh Mann. Oh, mir juckt die Nase. Es ist gerade gar nicht geil. Ah, jetzt geht's wieder.
Nee. Ich will die kleinen Spinnen schon töten, aber irgendwie ist das uncool, wenn die immer hinter mir laufen. Alter, wie viel Schaden die Viecher einfach mal machen. Ja. Okay. Ja. Aber mit zwei Hand macht man auf jeden Fall mehr Damage, was ja auch logisch ist eigentlich. Weg da. Gott sei Dank. Weg da, weg da. Wow, knapp war's, aber geschafft, dem noch auszuweichen. Oh, scheiße. Wo ist sie? Da ist sie. Lauf. Nein, nein. Ich wollte eigentlich das gute Tierchen da gerade nochmal direkt kaputt machen, aber ich hatte Angst, dass ich von der anderen angegriffen werde, die hier hinter mir ist. Komm mal weg da. Mhm. Alles gut, ja, ja, ja. Autsch, du hast mir in die Kniekehle gestochen. So viele kleine neue Spinnen dazu. Kannst du mal wieder deinen ollen Rotzstrahl machen? Vielleicht schaffe ich dann mal so eine kleine Scheißspinne da aus dem Weg zu räumen. Danke. Wenigstens eine. Für fünf neue oder so. Lass mich in Ruhe. Ja. Manchmal muss man auch mal was riskieren. Da habe ich es gerade mal versucht. Ob das jetzt gut war, weiß ich nicht. Ich habe es trotzdem mal probiert. Na, wir laufen hier einfach mal durch die Beine durch. Na! Das war knapp. Fast hätte die kleine Kackspinne mich wieder gekriegt. Na, Freya. Nö. Ah. Also wenn sie einen trifft, ne, dann ist es übel. Ich glaube, ich bin eh gleich tot. Das wäre gerade wirklich beinahe vorbei gewesen. Ich komme auch immer so selten dazu, mal zu ihr zu gucken, weil diese kleinen Viecher mich nerven. Weg! Wow. Das war wieder haarscharf. Nein! 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 Weg da! Scheiße! Sind wir wieder so eng auf Fersen. Gar nicht geil. Kann ich? Ich mach's einfach. Mann, nimm den Fokus raus, du Drecksvieh!
Hallo. Boah, also das mit dem Fokus ist immer so ein bisschen abenteuerlich. Weg. Ah, scheiße. Nicht gesehen. Weg. Gott sei Dank. Weg da! Verdammt nochmal, du solltest da weg, du Pisskorb! Na toll, ich bin jetzt eh tot. Kannst knicken, den Scheiß. Mach mal bitte. Bitte noch einen. Schneller! Mein Heribert, echt, ey. Weg! Toll! Kommt die nächste Scheißspinne von hinten, ey. Nein! Nein! Ich habe überhaupt keine Chance. Null. Ja, toll. Schön. Freue ich mich. Echt, ey. Gut, dass mich dieses Gespucke-Scheiß gerade nicht getroffen hat. Weg. Sieh zu. Oh, oh. Nein. Weg. Weg, weg, weg. Einfach irgendwo hin. Hauptsache weg. Bin eh tot, oder? So gut wie. Scheiße. Nein. 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 Oh Mann, ey. Pisst euch alle. Nein. Alter, ey. Weg da. Ich schaff das nicht. Ich... Boah, scheiße, echt, ey. So schwer bist du doch wohl jetzt echt nicht, ey. Aber deine kleinen ganzen... Nein! Mann, nimm doch mal den Drecksfokus raus, ey! Nein, raus da! Verdammt nochmal! Lauf! Du sollst rennen, Heribert, weißt du? Nicht Eier schaukeln! Raus da! Oh Mann! Also die Steuerung, ne? Die fuckt mich gerade ein bisschen ab. Wenn ich ehrlich sein darf. Heilen. Meine Fresse, noch eins. Nein! Ja! Endlich! Drecksvieh! Nein, Alter, was ist das denn jetzt? Lasst mich mal bitte alle in Ruhe. Was zum Teufel? Warum kommen jetzt hier immer noch Gegner? Nein! Ich glaube, es hackt oder was? Boah! Ey! Boah, ich zitter. Ich möchte gerade irgendwas kaputt schlagen vor Freude. Boah. Wow, was ist das denn? Es sieht aus wie ein Drache oder sowas. Es ist echt ein großer, eingesponnener Drache. Krass. Und was ist das für ein Geräusch? Was ist das denn hier? Was ist das? Untersuchen. Ja.
eine große Seele umarmt. Wie schön. Was ist das jetzt hier? Warum leuchtet das so? Hat das was zu sagen? Vorne voraus. Ach nee, echt? Hier ist aber nichts, ne? Nee. Boah, ey. Ich bin so froh, dass ich das jetzt geschafft habe, echt. Und damit haben wir jetzt die zweite große Seele umarmt. Wir nehmen mal sicherheitshalber wieder... Gut gemacht. Was ist hier los? Bist du ein Feind, echt? Zerstören? Was? Ist das kein NPC? Wieso wieder? Privatgemächer des Fürsten. Mhm. Okay, doch kein NPC. Gegenstand aufnehmen. Lichtsteinschlüssel. Duftzweig! Finsterquarzring plus 1. Ja, sehr schön. Ein Duftzweig. Verdammt teuer. Mhm. What the shit ist das denn? Da ist ein Leuchtfeuer. Werde, was bist du? Ach, du bist... ich weiß schon. Du scheinst der Körper von dem Kopf zu sein, der mal mit mir gesprochen hat in dem Nebelwald. Da möchte ich übrigens auch nochmal wieder hin. Dadurch, dass ich jetzt ja noch einen Duftzweig bekommen habe. Na gut, ja, kein Problem. Gegenstand aufnehmen. Oh, dann haben wir jetzt die gesamte Vanguard-Rüstung. Das ist ja geil. Und ich habe über 100.000 Seelen, ey. What the fuck? Und bevor ich hier jetzt irgendwas mache, nicht hier. Gibt's hier noch irgendwas? Unmöglich? Lügner. Muss ich mir gleich mal angucken, wie gut oder schlecht jene Rüstung ist. Und? Jawohl. Damit können wir jetzt wieder zurück. Boah, Leute, das war echt ein krasser Kampf. Also eigentlich fand ich die Spinne ehrlich gar nicht mal so schwer, aber irgendwie habe ich mich total schwer getan damit. Nein, Quatsch. Ich möchte bitte hier mit ihr einmal sprechen. Ja, bemühe dich hoch, sieh zu. The soul and the curse are one and the same. Your soul has grown stronger still. I only hope it brings you what you wish. Aufsteigen. Jo. Wir nehmen einmal Vitalität, Kondition, Belastung. Stärke, Geschick, Anpassung. Nochmal Anpassung, geben wir den ganzen Spaß nochmal zurück. Ich finde, es ist okay, oder? Es sind 10 Level-Ups. Obwohl ich mir hier irgendwie mehr erhofft hätte. Toll ist das ja nicht, ne? Dann nehme ich lieber noch einen hier in Kondition. Ja. Wow. Dankeschön. Ey, krasser Scheiß, echt. Ich möchte jetzt hier erstmal nochmal gucken. Wie viel kostet hier nochmal ein so ein 300? Lively times these are. Ich möchte mir ein bisschen was kaufen und ich möchte mir erstmal die Seele durchlesen. Gibt's jetzt... Ich habe doch die Seele umarmt von der Spinne. Hier. Seele von Freya, der Liebsten des Herzogs, Hüterin des sich windenden Überrestes. Der sich windende Überrest ist ein uraltes Ding, dessen Schatten über dem Land verharrt. Zeldora ist ein Ort, belastet durch schreckliche Untaten und diejenigen, welche dort verblieben... wurden bis zur Unkindlichkeit verwandelt. Nutzt, ja, das kennen wir ja schon.
Ich werde jetzt aber hier eine so eine Seele mal nutzen. Okay, nutzen wir zwei, um mir Lebenssteine zu kaufen. Weil ich habe jetzt nicht mehr viele durch den Kampf gerade. Ja. So. Wir kaufen mal alles, was wir kriegen können. Ja, bitte. Ist perfekt. Thank you, kind. Immer wieder gerne, Liebste. So, und ich würde mal sagen, damit machen wir jetzt hier erstmal einen Cut und bis dahin. Tschüss.